Vor allem, ich weiß nicht mal, warum sie alle so weinen. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ja, es sind immer wieder solche Spiele. Die brauchen nicht immer gleich weinen, nur weil jemand kommt, der einfach besser ist wie sie. Was wollen die? Ja. Ich meine, klar, jeder will einen Server, wo er drauf geht, jeden umschießt, weißt du, keinen Stress hat. Logisch, wer will das nicht, weißt du? Wer hat da nicht Ja. Bock drauf? Ist doch klar. Ich verstehe es halt nicht mal, was? Es macht halt für mich noch nicht mal Sinn. Weil. Ey, so krank sind wir nicht. Ey, so krank sind wir nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Rust-Abenteuer. Dieses Video startet nicht wie sonst. Denn heute haben wir eine tiefsinnige Geschichte. Heute haben wir etwas, was über mehrere Wipes reicht und heute ein für alle Mal beendet werden soll. Die Rede ist von Cat. Aber wer ist er und warum haben wir so einen Hass auf ihn? Ich versuche, mit dieser Geschichte in Kurzform aufzuräumen. Wir spielten auf diesem Server einige Wipes. Viele Wipes. Es war immer unser Server zum Entspannen. Einfach nette Regeln, nette Leute und ein entspanntes Umfeld, um Rust zu spielen. Gerade unter der Woche während der Arbeit. Doch vor einem Wipe lernten wir Cat kennen. Cat jointe mit seinem Team auf den Server und begann, alle aufzuhetzen. Alle gegen uns aufzuhetzen. Alle zu verbünden und uns vom Server zu jagen. Letzten Endes ist ihm das nicht gelungen. Allerdings wurden wir mehrfach MLRS getrollt, wir wurden verfolgt, geofflined etc. pp. Da wir wussten, dass das nicht aufhören wird, war es heute an der Zeit, es ein für alle Mal zu beenden. Nicht mit dem Admin, nicht mit irgendwelchen Regeln, sondern mit Rust. Viel Spaß im Video. Oh, ich krieg Hits im Rücken, ich bin dead, full dead. Er ist unten. Dann starten wir mal rein. Akio ist schon vorgejoint und hat uns schon mal eine kleine Starterbase gesichert. Ich hatte mich auf dem Weg nach oben noch mit ein bisschen Loot bereichert und wir wollten durchstarten. Blueprints wurden nicht gewiped, demzufolge sollte das Ganze relativ schnell gehen und wir brauchten auch keine großen Monumente. Dome sollte ausreichen, um an ein paar Bodies zu kommen und den Rest sollte Ulrich erledigen. Das war der Gameplan. Nachdem wir uns also endlich getroffen hatten, ging die Reise los. Erstmal Dome abluten. Schauen, was abgeht. Vielleicht lässt sich der ein oder andere Play dann doch holen. Nein, ich brauche Hilfe, Aki, hier sind zwei Gegierte. Komm schnell, die Oh, kriegst du. ich komme. Wo genau? Habe ich wieder Hit hier am Kugeltank. Die pushen mich jetzt. Oh, es kann dauern, ne? Ist da. Aber ein Wiederhit. Was? Ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück. Geh höher. Nice, ganz oben. Nein, nein, unten, die sind am Eingang. Ah, ja, perfekt. Okay. Bin da. Ich habe 12 HP. Ich sehe nichts. Ich bin jetzt runtergegangen auf der anderen Seite. Die rennen weg. Lol. Was für Muschis. Na gut, jetzt bin ich dran.
Ich habe ihn nochmal. Schau mal, er hat gerade nämlich, wo man ja hochkommt, da muss man ja über so einen Stahl. Ja, da habe ich ihn gut laufen, getroffen, ne? Weißt du? Da habe ich ihn sau gut getroffen. Ja, ich hatte ihn sau low. Ich hatte ihn sau low. Also wirklich sau low. Was ist hier los? Ich habe so wenig Leben. Oh, da unten sind zwei. Oh, die haben Bögen. Max, komm, die laufen Richtung Base. Ja, wo bin ich? Also, zwei unten bei Base. Bei Dome. Oh, ich hab halt wenig hier, also. Ich hab auch kein Leben, die haben Bögen. Ich sitze hier gerade nämlich ziemlich fest. Oh, der war knapp. Hab ihn, hä? Was ist auf dich, der Bogen? Schuss, wie bist du? Ich hab einen Hit, glaube ich. Ja, einen. du hast einen, ich hab's gesehen! Oh, ich bin jetzt tot. Das hat kaum Leben. Oh, war der schick. War der schick. Jump schon in den Kopf. Wir sind zu zweit. Ich glaube, ich bin oben am Turm. Great, Leute. Ich denke, es war hier oder war es unten? Ah, vor mir. Am Turm. Schleich dich. Komm hin. Nein. Ja. Könnte mehr sein. Oh, hier ist eine Base. Oh, die schaut ein bisschen nach jemandem aus, der Ahnung hat. Also was heißt? Weißt du, was so witzig ist? Die brennen alle schon in größeren Höfen. Klopf mal an der Tür. Oh, ich glaube, ich komme rein. Ich glaube, die haben keine Scheibe. Klopf mal an der Tür. Die haben keine Scheibe drin. Warte. Psch. Vielleicht gehe ich jetzt auch sterben. Fuck off. Bitte sag mich, kann da... Nee, Mann, der hat den Compound gut gebaut. Das Außen-TCs? Ne, das sind keine Außen-TCs. Spannend. Oh, hab Zocher Space gefunden. Oh. Hab ihn mal easy was abgezogen. Da, aber jetzt sterbe ich, weil er aufs Dach rennt! Ah! Oh mein Gott. Ich will sterben, Akio, ich will zu sterben! Da sterbt nicht. Ah, muss weg, Gaul! Ich muss weg hier! Das war eine sehr wichtige Situation im Vibe. Jetzt wussten wir, wo Cat wohnt. Denn Zocher gehörte zu Cat. Also, nichts hier an die Arbeit. Red Card holen, Ulrich, Boom ready machen. Wir hatten nur ein Ziel. Diese Base aufmachen. Leider gab Ulrich nicht genau das, was wir brauchten. Schwere Waffen. Wir brauchten gute Waffen, AKs, etc., um diese Base zu öffnen. Also versuchten wir noch die Crate an Klärwerk und hofften auf ein paar schwere Waffen, um endlich unser Ziel zu erfüllen. Ich glaube, ja. Weg die Crate. Ja, weg die Crate. Crate läuft. Erst links, ich sehe ihn. Links auf die Leute, hab ich gesehen. Hab ihn Hit. Linkes Rundell da. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich hab's gesehen. Der andere low. Komm, ich schaff's. Wo ist er? Vor dir. Hab ihn. Oh, das war's. Das war's. Raid ist offen zu 4. L96. Oh, big. Oh, fuck. Was ist denn das sind die. Ja, er ist oben auf. Zum LMG. Das will ich. Ja? Yeah? Er kommt, er pusht. Oh. Hab ihn Triple Hit, er ist ganz vorne an Claire. Hit, tot. Oh, er hat sogar ein gutes Kit an. Er hat ein verdammt gutes Kit an. Und er hat eine AK mit. LOL. Easy AK. Irgendwie, ich glaube, ich gehe mal nach zum Bootjob. Wo ist der Close, oder was? Naja, Schrottstücke da. Ich geh mit. Fuck off, ich will auf beiden. Oh, aber ich glaube, da wird Cat und so. Vielleicht? Das sogar. Nee. Das, die sind nicht schlecht. Nee, das sind, also die sind genau wie Good Night. Wieder? Oh, voll Cat. Einer noch am Leben? Wo genau? Bin dead. Hit direkt beim Airdrop. Einer.
rein, full dead. Hab Cat. Ja, Zocher. Nee, nee. Kurz aufheilen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Er vor mir stand. Hab ihn. Ah, Kriege. Wo bist du? Oh ja. Na, dann lass mal abchecken. Und ist sogar noch aus Holz. Aber bau nicht zu viel ab, ne? Weil nee, ich gehe hier runter. Nee. Oh oh. Ja, da okay, gehen wir rein. Warte mal. Ah, hier. Andere Seite. Hier sind Kisten, Schlafsäcke. Oh, hier geht's noch weiter runter. Ja. Hey, ich bin Main Loot. Hier ist Tissi. Lol. Okay. Ah, die haben außen TCs. Ich sehe ja gar nichts. Hier ist ein Satchel. Hier muss was sein. Ja, haben die den Loot weggebracht? Ich bin schon mit. Hä? Kann es sein, dass die ihren Loot weggebracht haben? Nee, sonst hätte er ja nicht mit der Base weitergemacht. Warte mal, ich mach mal TC auf. Oh, Gunpowder. Ja, okay. Nee, das kann nicht stimmen, du. Ich sag's dir, wie es ist, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es wurde schon hier mal geradet. Also jemand war vor uns, weil hier war ja, also, ich meine, eine Tür. Nachdem wir also weiterhin erfolgreich gesnowballt hatten, ging es nur noch um den Farm. Wir hatten eine Base unten am Fluss ausgemacht. Sie sah noch nicht wirklich weit gebaut aus, aber ich beobachtete, wie die Öfen den ganzen Tag liefen. Also entschieden wir uns, da reinzugehen. Leider war das eher semi-erfolgreich und es gab eigentlich nichts zu holen. Also hatten wir prinzipiell alles ready für den Raid. Uns fehlte einfach nur noch Boom. Aber die Rustgötter hatten eine ganz lustige Art, uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Oh! Das war's, Zeichen. Schnapp dir ein Full-Kit. Sollen wir die raiden? Hier wird gerade geraidet, hast du nicht gehört? Ha? Hier wird geraidet. Ja, auf E14 irgendwo. Wo ist der andere? Den anderen haben wir noch nicht gesehen. Aber da von. Der zieht durch, der hat den Boom. Der hat den Rocket Launcher am Rücken. Er ist oben, er ist gleich über dir. Über mir? Er ist über dir, ja. Der Stein hier. Auf dem Berg halt. Auf dem Berg halt. Nein, rechts. Ja. Ich hab's gespürt. Wow, hinter mir! Oh, hinter dir. Oh mein Gott. Die raiden da doch immer noch. Was doch immer noch die Extra. Ich hab's beide. Achso. Komm rüber. Ich komme. Warte, ich hab deren Heli. Ich hab mein Mini. Ich flieg schnell nach Hause, bring den Boom nach Hause und geh nochmal dahin. Wie viel war's? 4-4, richtig wie Explore. Aber keine gescheite Raketen, nur V-Raketen. Hä? Okay, bin da. Okay. Oh mein Gott. Die Waffen habe ich. Oh, er hat noch Brandmuni. Ja, ich weiß nicht, aber hab ich nicht genommen. Und dann ist es passiert. Cat und seine Gruppe brachten uns den Boom, den wir für ihre Base brauchen. Irgendwie hat das schon was. Wir fingen an, noch etwas die Base auszubauen und machten uns langsam ready. Eigentlich wollten wir uns mehr Zeit lassen. Ein bisschen Farm kam noch rein und wir crafteten alle Rockets, die gingen. Allerdings passierte zwischendrin noch etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Also ich so, Good Night oder Cats sich gegenseitig nicht abgeschossen haben. Wow! Das war unser Fuel. Oh, ich hab Explore geladen. Muss kurz reloaden. Ich bin dead, full dead. Lebst du noch? Ja. Firefighter, kenn ich nicht. Shit. Das ist nicht gut. Ist
das ist der, wo wir waren. Jo. Erst bist du in der Base. Ja, wo ist er? Also einer ist tot. Der an der Tür? Blauer Schneehäsi? Ja, nee. Cat ist tot. Cat getötet. Cat? Und Firefighter? Ja. Jetzt sind wir fällig. Wir sind so fällig, ich schwör's. Ich glaube, wir sollten wirklich den Spieß umdrehen, Akio. Wirklich. Ich glaube, das wäre jetzt der beste Play. Wir schnappen uns, was wir am Boom haben, fliegen rüber und versuchen, die Typen zu raiden. Wenn wir durchkommen, kommen wir durch. Wenn nicht, sind wir fällig. Aber eins ist sicher, selbst wenn sie uns dann raiden, weißt du, ist eh nichts mehr da, was uns noch groß abziehen können. Weil wir können hier aus dieser Base keinen großen Raid verteidigen. Wenn die das Dach haben, sind wir verloren. Du hast gesehen, die stellen sich da einfach hoch und snipen uns die ganze Zeit wie die Blöde. Also stand die Entscheidung fest. Wir hatten keine andere Möglichkeit, als es einfach zu versuchen. Klar, die Base war nicht ganz einfach. Und es war auch etwas wenig Boom. Aber wir mussten es tryen. Wir wussten genau, wenn wir jetzt noch eine Stunde warten, geht der Boom, die Kids, alles was wir erfarmt und was wir zusammengetragen hatten, an unsere Kontrahenten über. An Cat. Und das wollten wir auf keinen Fall. Also schnappten wir uns alle Equips, die wir hatten, schnappten uns unseren gesamten Boom, HV-Raketen, Brandraketen und gingen rüber. Und wollten es ein für alle Mal beenden. Wir können ja erstmal ein bisschen entfernt landen und uns mal kurz nochmal... Wie das dacht? Hä? Nein, ein bisschen Außenzeit. Ich habe eine Bowl dabei, da sehe ich schon, ob drin Licht brennt, weißt du? Wir können auch warten, bis das Haus verlassen oder so. Und vielleicht wäre das ein Play. Aber wir müssen halt weit genug weglanden und sie dürfen uns nicht sehen. Wenn sie uns sehen, ist natürlich RIP. O9 war die Base, ne? Ja, das Problem ist, dass wir sind da zwei Kilometer. O8 oder so. Oben da, an dem Berg. Maybe. Oh, sie links ist die genau Base. Links, oh, ja, okay, wir sind gefickt. Oh, hier ist kalt. Ist das hier kalt? Weil ja Schneegebiet ist. Oh, nee. Dann lass jetzt mal auf P8 landen. Ja, die wissen doch, haben doch jetzt den Heli schon gehört, oder? Nee, muss nichts heißen. Ich hoffe bloß, die haben oben keine Turrets. Oh, ich glaube, die sind nicht da. Wirklich. Ich sehe keine Bewegung, kein Licht. Doch, am Dach. Ja. Lass wegfliegen. So tun, als würden wir wegfliegen. Als würden wir Lounge machen gehen, weißt du? Wir können ja mal kurz in Lounge eine Rakete schießen. Vielleicht zwei Zähler dahin. Ja, dann bleib du mal hier, ich schieß eine, okay? Ich muss ja nicht ganz hin zur Lounge, ich check ja gar nicht. Dann schau nur, ob die Lichter von vorne kommen. Ich habe ja nur eine AK. Aber dann musst du mit dem Heli ein bisschen wegtun. Ja, du siehst doch die Lichter trotzdem auf Distanz. Und, siehst du was? Ich habe sie nur einmal auf P8 gesehen, mit Waffenlicht. Jetzt machen sie das nicht mehr an. Aber es wird gerade Tag. Ja, nee, ich sehe zwei. Ich glaube drei sogar. Okay. Wir gehen safe gucken. Die sind ganz weit weg, wir könnten losstarten, glaube ich. Ich mache das erste mit C4 auf und dann let's go. Wir gehen safe reingucken. Wir haben jetzt ungefähr 2-3 Minuten. Ja, bevor sie checken. Okay. Spring. Ja. Spring. Geht los, 2 C4 kommen. Ja. Rocket bereithalten. Rein. Geht auf. Nee, noch nicht. Noch eine? Nee. Hä? Haben wir beide verschossen? Eigentlich nicht. Mach mal. Ich glaube, du hast HV geschossen. Nein, ich mach schon normale. Hä? Hä? Warte weg! Ah, ich hab grad HV geschossen. Okay, wir sind fast voll deep. Rechts, das Bett muss weg. Warte, ich mache mit Flame. Ja, mach die Bodenluke auf, geh weg. Die Bodenluke. Hier ist noch normale Rocket, eine habe ich noch. Einer ist da. Brand Rocket kommt. Weg. Hab Hitmarker. Er ist unten. Ja, wir müssen da rein. Hau rein, die HV. Er ist tot. Okay, ich drop. Ich geh rein. Bin full deep, bin bei TC. Ich auch.
Bunkiste, Bunkiste, Bunkiste. Achtung, ich bin fast tot. 14 AP. Wir müssen TC weg. Kommt gleich. Such nach Leitern. Boom, irgendwas. Ich mach TC weg. Geh da weg, geh da weg. Ich kann nicht. Ich mach TC weg. Sulfurkiste. Ab, boom. HV Rockets. Okay. Bleib da, bleib da. Warte, ich mach C4. Ich mach, du hast nichts mehr. Hau raus. Ich hab noch eine Rocket, musst du gleich drauf machen. Okay? Ich hab keine mehr. Mach eine Rocket. Mach. Ich hab keine mehr. Ich mach C4. Okay, mach auf. C4, mach ein C4, ja. Oh, fuck. Die kommen, die kommen. Hier ist eine Leiter. Fuck mal, es klappt nicht. Scheiße. Die sind über uns, die sind über uns. Vorsicht. Kaputt? Kaputt? Oh, aber schieße nicht. Egal, egal. Such Holz, such Holz, such Holz. Ich hab Seil, wir brauchen schnell eine Leiter, irgendwas. Eine Leiter, wir brauchen eine Leiter. Hast du kein C4 mehr? Oh mein Gott. Doch, ich hab C4, ich spreng. C4 kommt. Ja. Frax. Draußen, draußen, mit Anna. Ja. Sind die wahrscheinlich. Er kommt. Phoenix. Er geht auf. Maybe knock. Er wieder zugemacht. Stell dich mal dahin, stell dich mal hin. Dann geh ich hoch. Oh, ich hab M2. Sen. Was? Hallo. Stell dich mal hin. Ja, steh. Ist dumm? Ja. Versuch abzählen. Ich mach TC. Tür geht auf. Ich mach TC mit Explo. Kommt. Jo. Ja. Hab TC. Nice. Unlootbar. Ja, du musst. Die Wand ist low. Die Steinwand. Mach mit Explo auf. Oh, ich bin zurück. Ich bin dead. Full dead. Er ist unten. Habt ihr beide? Ja, ich komm nicht mehr rein. Aki, du musst TC safen. Oder haben die Außen-TCs? Ich glaube, die haben keine Außen-TCs. Mach einfach weiter. Schieße alle um die ganze Zeit. Mach die Turrets aus. Unten mal einen Schalter, wenn du kannst. Turrets sind aus. Turrets sind aus. TC, hab. Hab eine Waffe aus dem Turret. Ich komm bloß nicht mehr rein. Immer weitermachen, schau, wo die Schlafsäcke sind. Oh, er boldet von außen, einer chillt am Dach. Warte, hast du Stoff? Place mir einen Schlafsack. Cat ist tot. Cat ist tot, er wurde von hinten geholt. Er wurde von hinten geholt. Das war der letzte Gegierte. Ich weiß, ob ich hier bauen soll. Ich sperre uns einfach hier ein, okay? Ja, mach erst mal, mach erst mal. Ja, mach einfach. Okay. Ich würde am liebsten jetzt Toxic im Chat schreiben. So, oh. Bradley, wer macht Bradley? Fragezeichen. Ich komme, ich spawne. Bin da. Und finally, we did it. Als du eine 4-Mann-Truppe raiden, komplett unterlegen, wenig am Farmen, einfach mit dem bisschen, was wir hatten. Und mit unserem Grips. Cat sollte sich es zweimal überlegen, nochmal so arrogant über den Server zu spazieren. Denn wir haben ihm bewiesen, dass wir es können. Und dass jeder, absolut jeder in Rust, geradet werden kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls es euch gefällt, haut natürlich auf den Like-Hammer und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne auch auf den Abo-Hammer. Dann bedanke ich mich noch bei Flexis, dass wir immer wieder auf seinem Server spielen können. Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke fürs Zusehen. Bye, bye.